Am 15. März 2019 konnte der Teilneubau am Elbland-Klinikum Radebeul feierlich eröffnet werden. Damit wurde ein entscheidender erster Bauabschnitt einer Gesamtmaßnahme mit einem Volumen von knapp 26 Millionen Euro abgeschlossen. Ja, zunächst ist mal der Landrat am heutigen Tag zufrieden, dass wir hier am Standort in Radebeul über 10 Millionen Euro investieren konnten. Wir konnten das Krankenhaus deutlich erweitern. Wir konnten für die Notfallpatienten eine neue Notaufnahme heute in Betrieb nehmen. Wir haben neue Stationen für die Senologie, für die brusterhaltenden Maßnahmen, für die Gynäkologie, also für die Krankheiten rund um die Frau. Außerdem entstand eine neue Notfallaufnahme, in der nicht nur moderne medizinische Geräte verfügbar sind, auch Abläufe und Prozesse wurden im Interesse der Patienten optimiert. Die Investition war für die Elbland-Kliniken ein Kraftakt, allerdings ein unbedingt notwendiger. Wir mussten vor Jahren ja entscheiden, bauen wir nicht. Das haben wir dann getan, wir wollen bauen. Heute ist der erste Abschnitt des Neubaus zu Ende, das ist schon mal sehr schön. Es geht ja noch weiter mit dem Umbau, aber trotzdem ist es ein schöner Meilenstein. Die Planungen für den Teilneubau wurden immer wieder mit den zukünftigen Nutzern abgestimmt. Und so zeigen diese sich auch sehr zufrieden über das Geschaffene. Also ich denke, einmal haben wir hier einen Komplex stehen jetzt mit einer hochmodernen Notaufnahme im unteren Bereich, mit kurzen Wegen, mit ganz modernen Geräten, sodass ich glaube, dass wir da sehr viele Prozesse deutlich verbessern. Es wird schneller gehen. Die Behandlung ist auf einem sehr hohen Level. In dem oberen Bereich haben wir dann die Station für die Gynäkologie und die Senologie vom Herrn Marx und der Frau Chefärztin Winkler. Ich denke, das ist einfach eine hochmoderne Station mit viel Platz auch und Luft, wo sich Patienten wohlfühlen können, mit viel Licht auch. Vor Jahren angestoßen hat das Bauvorhaben Chefarzt Mario Marx, der mit seinem Team in das erste Obergeschoss einzieht. Für ihn erfüllt sich gewissermaßen ein Traum. Ach, das sind so viele Sachen. Das ist nicht bloß die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, verbessert sich die Qualität erheblich für uns untereinander und die Patienten, die wir behandeln. Das ist ja auch eine sensible Sache, das möchte man ja auch nicht unbedingt. Da haben wir jetzt eine Intimität, eine Kompetenz geschaffen, die sucht seinesgleichen. Das ist wunderbar. Besser kann man nicht arbeiten. In der Reihe der Unterstützer des Bauvorhabens findet sich auch Landtagspräsident Matthias Rösler. Ich denke, das ist auch für unseren ganzen Landkreis wichtig, dass wir die verschiedenen Standorte, die Krankenhauslandschaft aufs Modernste ausbauen. Und natürlich auch mit Herrn Dr. Marx haben wir ja auch eine große Koryphäe. Und sowas brauchen wir einfach. Brauchen wir in unserer Stadt, in Radebeul und auch im Landkreis Meißen. Kofinanziert wurde der erste Bauabschnitt mit 3 Millionen Euro vom Freistaat und 3,1 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm. Für uns ist die medizinische Versorgung im Freistaat Sachsen ja eine der großen Aufgaben. Und wenn wir hier in Radebeul stehen, dann ist genau das Klinikum ein ganz wichtiger Versorger in der medizinischen Versorgung für die Region, aber natürlich auch vor den Toren Dresdens. Also wie gesagt, für die Region ein ganz, ganz wichtiger Partner und wir haben es finanziell mit unterstützen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, auch für die Zukunft gerichtet. Die Mitarbeiter nahmen den Teilneubau stolz in Besitz und die ersten Patienten werden sich bereits in den nächsten Tagen über die modernen Räumlichkeiten und kurzen Wege freuen können. Unterdessen geht das Baugeschehen am Elbland-Klinikum Radebeul nahtlos weiter. So werden unter anderem weitere OP-Kapazitäten geschaffen.